Hallo Spieler, kommt doch rüber. Tut euch auch alles so weh? Die Welt ist verbrannt und fällt als Aschehaufen, also nicht komplett verbrannt, sehen wir ja, da sind ja ganze Städte noch hier an den Hängen, aber als Aschehaufen fällt die hier runter in ein großes Loch am Ende der Zeiten. Wir sind in Dark Souls 3. Willkommen bei Onkel Zocker, wo euch ein alter Mann einen vom Pferd erzählt. Und mit Pferd meine ich Spiele und mit alter Mann meine ich junger Mann, weil wer hat euch erzählt, dass Onkel alt sein müssen? Das ist totaler Quatsch. Okay. Das Projekt hier zum Abschluss ist eins, das ich während Corona vor über einem Jahr gestartet habe, nämlich Dark Souls 3, das wahrscheinlich frustrierendste Spiel aller Zeiten mit der schlimmsten Schwierigkeit und legendär die ganze Dark Souls-Reihe ja dafür, dass man die Schwierigkeit nicht anpassen kann. Das heißt, wenn man irgendwas nicht schafft, ja, Pech gehabt. Also das frustrierendste Spiel aller Zeiten zu spielen, explizit um zu gucken, ob sich das eignet, um Stoizismus zu trainieren. Also wir spielen das frustrierendste Spiel aller Zeiten, um eine Philosophie anzuwenden, die mit Frustrationen fertig werden soll. Das war als Projekt toll und ich kann hier schon mal Spoiler, das Ergebnis, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, mit ein paar Abstrichen. Ich kann das sehr empfehlen und ich glaube auch dass, aber da können wir gleich vielleicht währenddessen noch ein bisschen drüber reden, dass diese Art Spiel, so düster das ist, ne? Also wie gesagt, das ist die Endzeit hier, die ganze Welt bricht zusammen und fällt übereinander und in ein Loch. Die Stimmung im Spiel ist ja komplett Verwesung, verbrannt, verbraucht, denaturiert, alles ist kaputt, alles ist verflucht. Aber genau das ist, glaube ich, was, wo man Kraft draus ziehen kann, paradoxerweise. Aber wie gesagt, da reden wir gleich im Detail drüber. Der Plan für heute ist, das Spiel abschließen und eines der legendärsten Achievements an der ganzen Xbox hier abzugreifen, nämlich The Dark Soul. Das Achievement dafür, dass man in Dark Souls 3 alles geschafft hat, was zu schaffen ist. Okay, wir werfen noch einen letzten Blick hier in den Abgrund. Wir spielen das jetzt nicht, denn das ist ja hier zusätzlicher Content. Das gehört eigentlich gar nicht zum Hauptspiel. Und das habe ich auch alles schon erledigt. Stattdessen gehen wir zurück zum Bonfire. Trinken sinnloserweise, weil ich nicht weiß, welcher Button was tut, weil ich länger nicht gespielt habe. Ein Schlückchen und dann reisen wir mal zurück zum Shrine. Denn ich habe im Moment noch 2,6 Millionen Seelen in der Hinterhand. Und die müssen noch weg, bevor wir, und das ist das, was heute hier passiert, wir machen den Abschlusskampf. Also wir besiegen die Soul of Cinder. Und ich habe alle Achievements schon. Einige von denen waren extrem anstrengend. Die von euch, die das gemacht haben, wissen vor allem, die Covenant-Items zu kriegen, ist so viele Jahre, nachdem das Spiel rausgekommen ist, echt harte Arbeit. Aber ich habe es alles geschafft. Thou wishest yet for a world without fire, for an end to the linking of the fire. Also, das hier ist jetzt übrigens das Ende, das wir brauchen. I tend to the flame to the very end. Thou hast given me eyes, and such it was they showed me. Okay, danke Firekeeper für diesen kleinen Vortrag. Also, was wir gemacht haben, ist dem Firekeeper, der Firekeeperin, ihre Augen wieder besorgen. Die findet man da unten im Shrine an einer bestimmten Stelle hinter einer getarnten Öffnung. Und das öffnet die Möglichkeit für eins der drei Enden, die Dark Souls 3 hat. Das eine, das uns noch fehlt, um also ne, für die komplette, für das The Dark Souls Achievement braucht man alle Enden, alle Covenant Items, alle magischen, alle. Es ist eine endlose Liste. Und was jetzt noch fehlt, ist das eine Ende. Das heißt, ich habe das zweimal schon durchgespielt. Das ist mein dritter Durchlauf mit diesem Save-File. Und wir müssen die Soul of Cinder besiegen. Das ist alles, was noch übrig ist. Aber wie gesagt, jetzt machen wir erstmal hier die Millionen von Sohlen. Seelen legen wir jetzt erstmal an hier in... ich bin natürlich schon ziemlich gebufft. In jeder Hinsicht. Wir könnten Strength. Dann macht die Waffe noch ein bisschen stärker. Ach, warum nicht? Komm. Oder? Erstmal gucken.
Können wir auch. Hey, das ist. Komm. Ah. Das sind nochmal ein paar Prozent mehr Wurms. Nehmen wir. Ist vielleicht nicht der Idealfall, aber ich bin sowieso vollkommen overpowered. Weil ich sehr langsam gespielt habe. Ich bin einige Level zu weit. Ich kann auch. Multiplayer funktioniert schon gar nicht mehr, weil das Matchmaking. Ich finde schon gar keine Leute mehr, die mit mir in ein Spiel gesteckt werden. Okay, also. Nochmal zurück zum Projekt, bevor wir hier. Oder ich kann schon mal hinreisen. Also, trink mal nochmal einen, warum nicht? Das wird gleich im Kampf wahrscheinlich auch passieren, dass ich falsche Knöpfe drücke. Nochmal zurück zum Projekt. Beziehungsweise. Da wollen wir hin. Wollen wir da hin? Flameless Shrine? Okay. Ich bin nicht sicher. Es könnte sein, dass das jetzt falsch war. Das Projekt war, wie gesagt, Stoizismus mit Dark Souls, mit einem der frustrierendsten Spiele aller Zeiten. Ausprobieren. Doch, das sieht gut aus. Ich glaube, wir sind richtig. Es ist sehr, sehr dunkel hier. Und die ganzen Scheinwerfer hier, die mich beleuchten, helfen dabei auch nicht. Ich sehe leider nicht so gut. Das ist ein bisschen shitty jetzt. Okay, also hier ist. Okay, das ist kein guter Start. Okay. Ja, das ist ja souveränes Gameplay. Also, wir sind am Kiln of the First Flame. Hier ist ein Bonfire, beziehungsweise ein Teleporterpunkt. Also, das Projekt wurde inspiriert von einem Buch. Das war jetzt nicht einfach nur so, sondern ich habe ein Buch gelesen von einem amerikanischen Philosophieprofessor, William Irvine. Das Buch heißt auf Englisch The Stoic Challenge und wie es der Zufall so will, kommt das in 2 Wochen auf Deutsch raus. Habe ich zufällig beim Googlen rausgefunden. Der deutsche Titel ist leider die Herausforderung, ein Stoiker zu sein, was ich. Ich habe eh so ein bisschen Pet Peeve. Ich bin kein großer Fan von vielen Übersetzungen und da auch, also Stoic Challenge, fangen wir mal damit an. Die Idee ist ganz grundsätzlich, das Leben ist schwierig, life's a bitch and then you die in a computer game. Life's a bitch, also es gibt immer wieder negative Ereignisse, Rückschläge. Bin ich überhaupt embered up? Ja, bin ich. Es gibt aber niemanden, den wir. Ah, doch. Oder? Nee. Nein, wir kriegen keine Hilfe. Wir müssen das alleine regeln. Okay, bevor ich da jetzt reingehe und den Schlusskampf starte, erstmal noch ein bisschen den Hintergrund ausgeführt. Dieses Buch sagt, es gibt viele negative Dinge im Leben, die uns so passieren. Und das Problem, und das hat die stoische Philosophie schon vor tausenden von Jahren erkannt, ist, dass unsere psychische Reaktion darauf meistens viel schlimmer ist als das, was das Problem eigentlich ist. Also, okay, es ist schlimm, dass man krank ist, aber das, was unser Kopf dann draus macht, wird dann zum eigentlichen Problem. Und wenn man es schaffen könnte, diese negative Reaktionen abzubiegen oder umzumünzen in was Positives, dann hätte man die Hälfte von diesem negativen Ereignis schon mal von vornherein quasi repariert. Und die Idee hinter der Stoic Challenge ist, dass man, wenn einem was Negatives passiert, das nicht als einen Rückschlag framed, also versteht, intern abheftet als Rückschlag, sondern dass man intern sagt, das ist jetzt eine Herausforderung, an der ich zeigen kann, wie gleichmütig ich alle Hürden hinnehme. Wie gesagt, der deutsche Titel ist die Herausforderung, oder ich glaube nicht die Herausforderung, sondern von der Herausforderung, ein Stoiker zu sein. Das klingt so ein bisschen, als wäre Stoiker sein das eigentlich Problematische und nicht die Welt. Au. Wie gesagt, ich habe das länger nicht gespielt. Mal sehen, ob das alles so klappt, aber bis jetzt sieht es ja ganz gut aus. Autsch. Autsch. Autsch, 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 Autsch. So, wir können jetzt nicht, wir werden jetzt nicht viel über Lore und sowas reden.
Das hier ist Soul of Cinder. Die ganze Logik des Dark Souls-Universums ist ja, dass die Elementarkraft Feuer, die die ganze Welt und Vitalität ermöglicht hat, erlischt. Wie gesagt, ein Universum im Zerfall. Oh. Okay, das läuft jetzt nicht so gut. Ich muss mich erstmal ein bisschen konzentrieren. Oh, 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 oh. Autsch. Ja, da kommt auch, wenn man so lange Pause macht, dann weiß man gar nicht mehr. Ah, hör auf! Du. Ah. Ah. Okay, ich bekleckere mich hier nicht mit rum. Okay, noch 9 Bierfläschchen. Wenn das so weitergeht, werden wir die auch brauchen. Eieiei. Stop it! Also das Problem ist ja leider, dass das natürlich in guter alter Dark Souls-Manier ein Boss mit vielen Phasen ist. Das heißt, es sieht jetzt zwar so aus, als hätten wir fast gewonnen, aber die Wahrheit ist, dass er dann erst richtig gefährlich wird. So, die erste Phase wäre erledigt damit. Ein bisschen Abstand halten, weil jetzt explodiert der feine Herr. Und Phase 2. Ja. So, jetzt kommt hier die. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Stop it! Ja. Okay. Oder ich stoppe es. Ja, da habe ich mich jetzt wirklich nicht mit rumbekleckert. Das ist bei den letzten 2 Playthroughs ein bisschen besser gelaufen. Ich hatte allerdings, glaube ich, wenn ich ehrlich bin, bei den letzten 2 Playthroughs auch Hilfe. Denn man kann ja in Dark Souls, wie gesagt, es ist ein Spiel ohne Schwierigkeitsstufen, für die, die das nicht kennen. Das macht es besonders herausfordernd, weil man halt bei allen anderen Spielen. Und es ist ja eh, ne, spielhistorisch, früher, der Onkel erzählt mal von damals, früher war das ja so, dass man sich auf Papier umständlich Karten anlegen musste. Wenn man wissen wollte, wo es lang geht im Spiel, und dann hat das irgendwann gewechselt, um den Markt zu vergrößern, haben die Spieler die ganze Arbeit dann abgenommen. Also, es ist durchaus möglich, dass das jetzt ein bisschen dauert hier. Jetzt heilt er sich auch noch. Hm. Also, eine der großen Probleme bei Dark Souls im Spieldesign ist ja, dass man Aktionen, die man mal angefangen hat, nicht mehr abbrechen kann. Wie bei anderen Spielen, wenn man sieht, der Gegner holt auch zum Angriff aus, dann kann man noch schnell das Schwert wegpacken und das Schild rausholen. Bei Dark Souls geht das nicht, wenn das Schwert mal sich bewegt.
Dann ist man committed. Shit. Okay, Phase 1 wieder erledigt. Das meine ich. So, halten wir wieder Abstand. Trinken uns ein. Und wollen mal schauen. Au, 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 au. Na, keinen mehr. Stop it! Nein! Ah, das war knapp. Okay. Ja, das ist natürlich das Prinzip des Ganzen. Und da überlappt es dann zum Beispiel auch mit Lerntheorie. Die Sachen, die schief gehen, das hat man jetzt ja gemerkt. Ich habe beim ersten Mal bin ich relativ erbärmlich gescheitert. Beim zweiten Mal wusste ich dann schon wieder besser, wie man blockt, wie man vor allem, dass man nicht generell bei solchen Spielen ja immer ein Problem, wenn man die Angriffe spammt, wenn man irgendwie die Attack-Taste das ist Musik. Wenn man die Attack-Taste drückt und immer wieder, das ist bei Dark Souls tödlich, weil man, wie gesagt, dann auf den Angriff festgelegt ist und dann nicht mehr rauskommt. Generell auch so aus der Erfahrung dieses Projekts. Das größte Problem für mein Gefühl war das Gefühl, also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, mit denen man scheitern kann. Das erste ist, man kann es nicht. Also man weiß entweder nicht, was das Spiel gerade für ein Timing oder für eine Aktion von einem will. Das ist ja die, wo man was lernen kann. Das ist schon sehr elegant, wie er kämpft, muss ich neidlos anerkennen, auch wenn er mich damit kaputt haut. Hat auch einfach sehr, sehr viele Angriffe. Okay. Das wieder. Bumm. Was ist denn das für ein Angriff? Shit. Oh, nice. Ah.
Eine Sache, die bei Dark Souls ja extrem wichtig ist, ist das Management dieses grünen Balkens da, für die, die das Spiel nicht kennen. Das ist mein Stamina-Balken. Wenn der leer ist, kann ich keine Aktionen mehr machen. Dann kann ich nicht mehr rollen und dann kann ich nicht mehr angreifen. Und alles, was ich tue und alles, was mich trifft, kostet mich Stamina. Oh. Oh. Jetzt habe ich vor lauter Labern gar nicht drauf geachtet, dass der schon fast tot war. Okay, dritter Anlauf. Wir haben ihn. Und das ist jetzt... So, jetzt ist ein bisschen hier die große Dramatik raus. Jetzt können wir nochmal kurz drüber reden. Die verschiedenen Dinge, die das Spiel machen kann, die mich frustrieren, sind entweder ich verstehe nicht, was von mir gewollt wird. Zweitens, ich verstehe, was gewollt wird. Ich kann es aber nicht. Und drittens, und damit hatte ich persönlich die größten Schwierigkeiten, ich verstehe, was gewollt wird. Und ich könnte es im Prinzip auch. Aber dadurch, dass die Framerate einbricht oder es ansonsten ruckelt, kriege ich es nicht hin. Und das war für meine mein persönlicher Erfahrungsbericht aus dieser Stoic Challenge. Wie gesagt, die Stoic Challenge, das Spiel frustriert und meine Aufgabe ist, auf die Frustration nicht mit den üblichen Gamer-Wutanfällen zu reagieren. Da ist ja, wenn man YouTube kann man durchsuchen, da ist voll von Leuten, die Dark Souls spielen und explodieren und es bleibt nur so ein rauchendes Aschehäufchen übrig auf dem Gamerstuhl. Die Aufgabe ist eben nicht so zu reagieren, sondern gleichmütig hinzunehmen, was passiert und zu sagen, okay, was habe ich falsch gemacht, was kann ich besser machen, welchen anderen Rhythmus kann ich ausprobieren, kann ich vielleicht aggressiver oder defensiver spielen, je nachdem. Und für mich persönlich am schwierigsten war, wenn ich das Gefühl hatte, die Technik blockiert mich. Also ich weiß eigentlich schon, was gemacht wird, was gemacht werden muss. Aber die Knöpfe, die ich drücke, führen nicht zu den Aktionen, zu denen sie führen müssten, weil irgendwas zu langsam reagiert. Und das Interessante an dieser Art Challenge und das, wofür, glaube ich, das Spiel auch gut ist, ist, dass man sich selber beobachten kann dabei und feststellen kann, ah, da habe ich offensichtlich eine offene Flanke. Wenn mir sowas passiert, dann klappt das nicht mit dem Stoizismus. Dann werde ich wütend, dann werde ich frustriert, dann... Ja, ist ja egal, worauf sich die Aggression dann richtet, die dabei entsteht. Ob das Selbstaggression ist, ich bin bescheuert, ich kann das nicht. Oder Fremdaggression, wieso ist das so schwer? Wer hat das designt? Warum ist die Xbox, ist die kaputt? Ja, das ist, würde ich sagen, das Positive insgesamt an dieser ganzen Challenge und warum solche Spiele so attraktiv sind, dass man... wenn man das möchte, wenn man so reingeht, Selbstbeobachtung betreiben kann und das so quasi, Selbstoptimierung ist so ein bescheuerter, furchtbarer Begriff und würde ich auch gar nicht, das ist ja auch ein tolles Spiel, es sieht fantastisch aus, auch wenn ich jetzt hier gerade, das sieht nicht so fantastisch aus, das sieht schon besser aus. Wie gesagt, das ist ja jetzt nur das Finale. Wir können jetzt hier nicht die vielen, vielen tollen Designs, Level-Designs und Szenarien und so durchgehen. Das Spiel ist fantastisch in der Stimmung. Was sowieso From Software immer ganz toll macht, ist die Hintergrundstory unaufdringlich verstecken in der Landschaft, in den Gegenständen, in der Beschreibung der Gegenstände. Ich muss sagen, mir hat Dark Souls 1, hat mir die Hintergrundstory besser gefallen. Die war klarer und quasi reiner in dieser Härte, also Dark Souls 1, Spoiler-Alarm, wer das noch nicht gespielt hat, vielleicht kurz mal weghören, aber Dark Souls 1 kann man spielen und die ganze Zeit eine Story im Kopf haben, die man da gerade durchspielt. Und wenn man aber aufmerksam guckt, findet man raus, dass die Story nicht nur nicht alles ist, sondern in gewisser Weise sogar das Gegenteil von dem passiert, was man die ganze Zeit dachte. Ich sage jetzt keine Details, das selber zu entdecken ist ganz fantastisch. Da ist Dark Souls 3 jetzt nicht so interessant in der Hinsicht, für mich zumindest. Also mir war das ein bisschen zu kleinteilig und Dark Souls 1 hat einfach die großen Themen. Da geht es um Elementarmythologie und Welt und Weltende und hier war irgendwie so eine Dynastie und einzelne Könige und sowas im Mittelpunkt. Das war bei Dark Souls 1 auch, aber das war so ein mythologischer König. Während wir hier King Lothric und seine Kinder und
Ich will das nicht kritisieren, ich fand das toll, aber Dark Souls 1 hat eindeutig die bessere Story. So, bla bla bla, Ende. Weil jetzt müssen wir noch für das Achievement den Firekeeper hier rufen und das fehlende Ende bekommen. Ich müsste eigentlich theoretisch, ich habe es nachgelesen, ich müsste schon wissen, was jetzt passiert und was das für ein Ende ist, aber ich tue mal so, als wüsste ich es nicht. Oder vielleicht weiß ich es auch nicht, man weiß es nicht. Und dann erleben wir das jetzt gemeinsam. Hübsch detaillierte Maske, so genau sieht man die natürlich im Spiel nicht, weil das, glaube ich, das Character Model vom Firekeeper und der Firekeeperin nicht so viel Details hat. Wie jetzt in der Cutscene. Okay, hier ist das Feuer, das so als Metapher für, ja, weiß ich nicht, für die Naturkraft, die die Welt am Laufen hält, steht. Das ist, wie gesagt, das, was zu erlöschen droht und unsere. Oder die Aufgabe, um die wir uns rumbewegen, ist, sollen wir das wieder anfachen, sollen wir das ausgehen lassen? Und jetzt haben wir die Firekeeperin gerufen, die hat sich das Feuer jetzt in die Hand genommen. Und weil sie eine Firekeeperin ist, macht das nichts. The first flame quickly fades. Jetzt geht es aus. Darkness will shortly settle. Lange Pause. But one Längere day, Pause. Ah. tiny flames will dance across the darkness. Like embers linked by Lord's Pass. Man sieht immer noch so ein bisschen hier den Fleck. Also wir sind noch, jetzt ist irgendwas weggegangen. Dunkelheit, okay. Das ist, glaube ich, das End of Fire Ending, heißt das, aus naheliegenden Gründen. Wir haben Ashenwood, jetzt die hearest Flamme thou my voice still? ausgelöscht. Ja, ich höre dich, Feuerbewahrerin. Firekeeper. Bing, jetzt ist, ihr seht das leider nicht, ein Achievement aufgegangen. The Dark Soul, complete all achievements. Und als nächstes müsste ich dann auch noch gleich The End of Fire kriegen. There it is, The End of Fire. Und der Abspann ist erreicht. Ja, Fazit. Also mal abgesehen von den Spezifika. Dark Souls 3, oder beziehungsweise zuerst die Spezifika, so rum. Dark Souls 3, fantastisches Spiel. Ich bereue keine Minute, die ich das gespielt habe. Und ich habe es wirklich lang gespielt. Wie gesagt, man muss dreimal das komplett durchspielen, um diese Dark Souls Achievement zu bekommen. Wobei das zweite und dritte Mal, das ist ja das Schöne an diesen FromSoft-Spielen, das ist so designt, dass wenn man das erste Mal durchgespielt hat, kann man alles, was man sich erarbeitet hat in dem einen Playthrough, in den nächsten mit rübernehmen. Dadurch wird der sehr viel leichter. Die Monster werden auch ein bisschen schwerer, ein paar Sachen sind verändert, damit es nicht ganz so langweilig, langweilig ist es nicht, aber damit es nicht ganz so vorhersehbar ist. Aber im Wesentlichen ist es dasselbe Spiel mit sehr viel besserer Ausgangsposition, sodass man sich mehr auf darauf konzentrieren kann, den Spielspaß zu haben und nicht so sehr kämpfen muss die ganze Zeit. Design, die Story, die Atmosphäre vor allem, das ist sowieso bei allen Souls-Spielen das, weswegen ich die spiele, ist diese Welt, in diese Welt einzutauchen, ist alles fantastisch. Spielt da, wenn euch diese Art Spiel gefällt, unbedingt spielen. Aber jetzt spezifisch zum Projekt hier, zur Stoic Challenge. Mein Fazit ist, das ist als Selbstentdeckungsreise super. Man merkt sehr genau, wenn man sich dabei beobachtet, wie man diese Frustrationen erlebt und wie man darauf reagiert. Man kann sehr gut seine eigenen Schwächen dabei finden. Es hat so mittelgut funktioniert, glaube ich, die zu verändern. Ich war bis zum Schluss, das hängt auch natürlich davon ab, mit welcher Energie und mit welcher Laune man anfängt zu spielen. Wenn man am Anfang schon gestresst ist, ist es natürlich, ist trivial, ist es viel leichter auszuflippen, wenn irgendwas schief läuft. Und natürlich nie beim ersten Mal. Dafür hat die Challenge auf jeden Fall geholfen. So die ersten paar Male, die es schief geht,
kommt man gut damit, also komme ich gut damit klar. Aber ich habe zum Beispiel beim Nameless King, den musste ich, weil ich, oder was heißt, weil ich habe mich entschieden, vorher nicht allzu viel nachzulesen. Man muss ihn eigentlich nur einmal besiegen für das Dark Soul Achievement, wenn man das im Playthrough 2 macht, also plus 2 macht, im dritten Playthrough, den ich jetzt gerade gemacht habe, dann reicht das, dann kriegt man alles, was man braucht. Ich habe ihn einmal im Playthrough, nur im ersten Playthrough, 0 besiegt, und dann musste ich ihn aber im zweiten nochmal, weil ein Ring, den kann man nur bekommen, wenn man ihn nochmal besiegt. Und bei denen habe ich teilweise, vor allem im ersten Durchlauf, 50 Anläufe gebraucht. 50. 50 Mal hingerannt, zweimal zugeschlagen, tot. Hingerannt, zweimal zugeschlagen, tot. Und da habe ich gemerkt, das hat auch Grenzen, wie gut das funktioniert. Also selbst wenn man sich kontrolliert, selbst wenn man mit dieser Einstellung da rangeht, merkt man, irgendwann ist die Energie erschöpft. Und dann klappt es halt nicht mehr. Aber nochmal, als Projekt kann das sehr empfehlen, auch um seine Grenzen zu finden und um zu merken, wie fühlt sich das an, wenn ich an die Grenze komme. Und vielleicht zu merken, ist eine gute Idee, jetzt aufzuhören und mich aus der Situation zu nehmen, weil jetzt kann ich die Frustration nicht mehr stoisch in was Gutes verwandeln. Jetzt ist die Energie alle. Jetzt ist die Stamina Bar, die grüne Bar, ist auf Null. Ich kann nicht mehr blocken. Ich reg mich auf. Habe ich dann, wenn ich ehrlich bin, aber auch nicht gemacht. Sondern das ist ja dann so ein Widerstreit aus der Frustration und dem Ehrgeiz. Jetzt will ich es aber doch schaffen. Und ich verstehe ja immer wieder mehr über das Timing, über die Arten von Angriff, die der Gegner macht. Aber als Experiment top, kann ich sehr empfehlen. Und was mir geholfen hat, ist, mich immer wieder kurz rauszunehmen, um mich zu erinnern, das ist, was ich eigentlich gerade versuche. Damit eben dieser automatische Fluss von Scheitern und diesem Fehlersignal, das als negative, als Gewicht an einem hängt. Weil dieses Gewicht, das ist das, was der Stoizismus wegbekommen will. Das Fehlersignal ist sinnvoll. Das darf man auch nicht ignorieren. Das ist ja ein Missverständnis. Ich ignoriere nicht, dass ich gerade was falsch gemacht habe. Ich nehme nur den negativen Effekt weg. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich was falsch gemacht habe und versuche es zu verbessern. Im Gegensatz zu, ich habe was falsch gemacht und ich klage mich an dafür. Oder ich klage die Spieldesigner an dafür. Wenn man nicht dazu neigt, Selbstkritik zu betreiben, dann kann man schimpfen drüber, was glaubt ihr eigentlich, wer das besiegen soll. Aber ja, das ist ja offensichtlich nicht produktiv. Denn selbst wenn das unfair designt ist, ich muss es schaffen, sonst kriege ich es nicht fertig. Ja, das war Dark Souls 3 als Stoic Challenge. Danke fürs Zuschauen. Als nächstes möchte ich einen Speedrun ausprobieren, was interessant wird, weil das kann ich eigentlich gar nicht. Aber ich habe, kann ich schon ankündigen, Hollow Knight, ein Spiel, das in vieler Hinsicht von Dark Souls inspiriert ist. Da habe ich sehr viel Zeit mit verbracht. Ich kann keinen richtigen Speedrun, aber ich kann einen Speedrun simulieren. Aber das erzähle ich dann im nächsten Video. Wenn ihr Vorschläge habt, was ich spielen könnte oder welche Projekte möglicherweise interessant sein könnten, auch Kombinationen von Gaming und irgendwelchen anderen Themen, gerne als Kommentar drunter lassen, auch alles sonst, was euch aufgefallen ist. Und ansonsten bis zum nächsten Mal hier bei Onkel Zocker. Danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like oder Abo da, ihr kennt das Gelaber. Wir sind ja auf YouTube hier. Tschüss!